Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Wir sind hier im Wald of Freude, das ist eine düstere Gegend und wir werden hier ständig angegriffen. Von Undyne. Eine Person in einer Ritterrüstung, die mit Speeren auf uns wirft. Finde ich nicht witzig. Gucken, wie es weitergeht. In dieser düsteren Welt. Hallo Sans. Das ist ein seltsames Teleskop. Ich überlege, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet es 50.000 Gold, das Premium-Teleskop zu verwenden. Sag mal, seine Preise sind doch unnormal. Der macht so teure Preise, ich verstehe es nicht. Aber da ich dich kenne, kostet dich nichts. Wie hört sich das an? Ja gut, machen wir halt mal, ne? Wie Sie sehen können, sehen Sie gar nichts. Sans, hast du auch den Deckel abgenommen? Auch hier muss ich wieder an SpongeBob denken. Ja, wow. Hey, der hat das irgendwie mit Tinte oder so angemalt. Jetzt haben wir einen Abdruck auf dem Auge. Jetzt sieht so aus, als hätten wir uns geschlagen. Das ist ein Pacifist Run. Wie? Du bist nicht zufrieden, keine Sorge. Du kriegst eine volle Rückerstattung. Volle Rückerstattung von 0 Gold. Wow, ich bin begeistert. Hat schon mein Leben bereichert. Gut, jetzt ist das weg. Ach, da ist der Eisverkäufer wieder. Die antiken Schriftzeichen wurden mit einer Liste über 21 Eissorten übermalt. Ey, der hat es einfach für seine geschäftlichen Zwecke missbraucht. Finde ich nicht so geil. Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keine Kunden. Du bist aber auch in Ordnung, ey. Glücklicherweise habe ich schon eine Lösung parat. Liebkarten. Jedes Mal, wenn du Ice Cream kaufst, bekommst du eine Liebkarte. Wenn du 3 Karten hast, kannst du dir gegen gratis Ice Cream eintauschen. Das ist wie bei Subway. Diese Stempel und dann kriegst du irgendwann gratis ab. Habe ich nie genutzt. Ich bin mir sicher, dass es mehr Kunden bewirken wird. Ice Cream, das kann ich vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 25 Gold. Ey, das hat letztes Mal noch 15 gekostet. Typ 4 teurer. Super. Hier, bitteschön. Deine Karte ist in der Kiste. Du hältst Ice Cream. Stand hält eine Karte. Du erhältst eine Liebkarte. Ich bin maximal verwirrt. Das ist so eine Rabattkarte quasi. Kampf-Item macht Schlagangriff im Kampf stärker. Außerhalb des Kampfes nutze, um die Karte anzusehen. Ich will sie nicht im Kampf verwenden. Ach, Kinders. Dieses Spiel. Das macht mich manchmal fertig. Gut, hier ist zum Glück wieder eine Kiste. Diesmal kein Kisten, außer nichts. Die Kirsche mache ich auch mal. Mache ich die weg oder nicht? Nö, ich behalte die noch. Sans, eventuell muss ich deinen Kuchen essen. Deinen Kirsch. Das ist ein Stern. Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kann man ihn töten? Bist du ein Stern? Der deinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht. Der bin ich. Die Atmosphäre. Schon was ganz Besonderes. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Ich bin Donnerschlag. This place might be a good spot for some ingredients. Ja. Ein Easter Egg nach der anderen. Wenn es in Undertale keine Easter Eggs aktuell gibt, dann mache ich die Easter Eggs. Kingdom Hearts 3. Donald Duck. Echt, die Atmosphäre hier gefällt mir. Waterfall ist auch toll. Nur die Ruinen sind ein bisschen... Ich mag eigentlich alle Gebiete in dem Spiel, nur die Ruinen sind halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch ein bisschen schleppend am Anfang. Du vernimmst ein Gespräch. Also, möchtest du dir nichts wünschen? Ich frage mich echt, wer es gesagt hat. Du vernimmst ein Gespräch. Nur eine Sache, aber das ist irgendwie doof. Fragen über Fragen. Echt? Hey, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Oh, ist das kacki. Der begegnet Molds. Die habe ich noch nie analysiert, übrigens. 12-0. Hat einer eine Farbe, muss demnach stärker sein. Sexy Zunge und das andere Schleimgeräusch. Was? Konfetti. Schon.
Also von Stärke aus sehe ich nichts. Ah, okay. Secret. Esst ein paar Ballettschuhe mit dem. Klar. Du erhältst die Ballettschuhe. Die kann man lustigerweise als Angriffsseite nehmen. Werden wir jetzt natürlich auch tun, aber wir greifen dir nicht an. Diese benutzten Schuhe lassen dich sehr gefährlich werden. Okay. Da bleibe ich doch bei Handschuhen. Ich will nicht gefährlich wirken. Das Pacifist One. Manchmal liegen Preise im Gras versteckt. Schätze wie Leben oder Dreck. Papyrus gibt einen so im Auskunft zu den jeweiligen Gebieten. Ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, pro Gebiet werden wir den mal kontaktieren. Warum nicht? Jetzt kontaktiert er uns. Hallo, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte. Ihre Meinung über dich ist ziemlich mordlustig. Aber ich wette, du wusstest das bereits. Und weil du es wusstest, habe ich ihr gesagt, was du mir erzählt hast. Ein staubiges Tätü. Weil ich natürlich wusste, nach so einer verdächtigen Frage würdest du natürlich deine Kleidung wechseln. Du bist so ein schlauer Fuchs. Somit bist du sicher und musst nicht lügen. Betrug von keiner Seite, mit jedem befreundet zu sein, ist so leicht. Ich habe aber die Kleidung nicht gewechselt. Toll. Jetzt stehe ich hier mit dem Tütü. Oh, Aaron. Gut. Dann machen wir mal wieder. Muskeln, Power, Kraft, Strength. Muskelwette beugt sich. Das ist so easy. Vergleich, was wir schon alles hinter uns gemacht haben, echt. Also der Aaron kann gerne öfter vorbeikommen. Den mag ich und dann kommt Washua. Mit Washua bin ich überhaupt nicht fertig geworden. Bin ich ja ehrlich. Er beugt sich aus dem Raum. 30 Gold. Not bad. Das ist so labyrinthartig. Ich kann mir die Wege nicht merken. Du vernimmst ein Gespräch. Sag so etwas nicht, komm schon. Ich werde nicht lachen, versprochen. Ja, wenn man so Wünsche und sowas anvertraut, sollte man das auch mit Respekt entgegentreten. Deswegen sagt die Person, ich werde nicht lachen. Die Macht, ihre Seelen zu übernehmen, das ist die Macht, vor der die Menschen Angst hatten im Krieg gegen die Monster. Tentakel Hentai! 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 Ah! Tentakel Hentai! Auf sowas stehe ich ja mal gar nicht. Hi. Hey, du da, ich sehe, dass du hier bist. Ich bin Onion-Sun. Onion-Sun, hörst du? Hi, Onion-Sun. Hör auf mich an zu glotzen. Jetzt kommt er noch mit Catcalling. Ey. Du besuchst Waterfall, was? Es ist toll hier, was? Du liebst es hier, oder? Ja, ich auch. Ich mag es am liebsten. Voll das Anime-Face. Mit anderen Worten, Onion-Sun ist wie ich ein Weeb. Onion-Sun ist ein Weeb. Ein Anime-Suchti. Auch wenn das Wasser hier seichter wird. Ich muss mich hier hinsetzen, aber... Das ist in Ordnung, besser als in die Stadt zu ziehen und in einem überfüllten Aquarium zu leben. Diese Gesichtsausdrücke. Wie alle meine Freunde. Lass mich in Ruhe. Du bist langsam creepy. Außerdem ist das Aquarium so voll. Also, selbst wenn ich wollte. Aber das ist in Ordnung, hörst du? An deinen wird alles berichtigen, hörst du? Ich werde rauskommen und im Meer leben, hörst du? Hey, du da. Das ist das Ende des Raumes. Ja, man sieht es. Ey, schönen Aufenthalt. In Waterfall. Das Spiel macht mich fertig. Der ist hier nicht zufrieden, will in der Stadt, aber nicht im Aquarium leben, aber will auch nicht hier sein, weil der ist auch unzufrieden. Ja, der hat Stimmungsschwankungen. Und ist ein Weeb. Ich mag ihn. Aber er ist ein bisschen creepy. Chiron versteckt sich in der Ecke, begegnet ihr jedoch dennoch.
okay. Also Shiren ist Shy. Ist das irgendwie die Schwester von Aaron? Weiß man das? Frage an die Undertale Hardcore-Fans. 19.0, unmusikalisch. Sie schämt sich, den Todessong zu singen. Ich will auch nicht sterben. Gut. Was kommt jetzt? Okay. Nicht gerade der stärkste Angriff. Shiren tut so, als wäre sie ein Pop-Idol. Singen wir mal mit. Du singst eine traurige Melodie. Shiren begleitet deine Melodie. Hat wieder Earthbound-Vibes. Shiren fühlt sich wohler. Das war das Rätsels Lösung. Nice. Shiren ist cool, ich mag sie. 30 Gold. Ich bin ja selber auch nicht musikalisch. Aber in einem anderen Leben werde ich ein J-Pop-Idol. Merkt euch das. Stell dir mal vor, ich als J-Pop-Idol. Das Aussehen hätte ich. Die Gesangskünste nicht. Der nördliche Raum enthält einen riesigen Schatz. Und da komme ich einfach so ran. Glaubst du selbst nicht. Ein unvergesslicher Song halt im Flur. Möchtest du mitspielen? Die ersten 8 Noten sind genug. Hier steht ein Piano. Spielen? Ja. Die Beste. Jetzt mal ehrlich. Ich höre auf, diesen YouTube-Kanal zu führen und werde Musikerin. Ernsthaft, das hat sich wirklich voll schön angehört. Ich sag's euch, ich bin die Beste. Ich weiß auch nicht, was ihr jetzt tun soll. Für diese Macht gibt es keinen Konter. Ein Mensch kommt nicht an Monster sehr. Wenn ein Monster stirbt, verschwindet seine Seele. Dann bräuchte ihr seine Kraft, um die Seele eines lebenden Monsters zu absorbieren. Habe ich auch nicht vor. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Seele einer besonderen Spezies, auch bekannt als Bossmonster. Die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod zu existieren. Wenn doch nur für einen kurzen Augenblick. Was bedeutet das? Sind Bossmonster Torius, Sans, Papyrus, Escor, Undyne, halt die ganzen Hauptcharaktere? Ein Mensch könnte die Seele absorbieren. Aber das geschah noch nie. Wobei, Sans, kann der überhaupt kämpfen? Ich weiß nicht, dem traue ich das nicht so. Der Bossmonster ist weit zu bezweifeln. Ich auch. Gut, Sans, dann sind wir uns ja einig. Warum ist der überhaupt immer da? Ja gut, der ist da oben, ne? Oben links. Und das wird nie geschehen. Oh. Das ist eine Statue. Das Gestein zu ihren Füßen scheint trocken zu sein. Wie die Statue im Tempel. Im Felsen vom Tempel. The Legend of Zelda Majora's Mask, die Armor-Statue. Erinnert so ein bisschen an die Zelda-Statuen. Bitte nimm einen Schirm. Ja. Regenschirm mitnehmen. Under my umbrella. Under my umbrella. Sag ja. Singen kann ich nicht. Hier. Und weil wir der Statue geholfen haben, weil die so einsam und verlassen im Regen stand, kommt jetzt hier so ein wunderschöner Song. Im Inneren der Statue fängt ein Spiel an zu spielen. Auch tatsächlich ein Easter Egg / Secret. Das muss ich mir leider aufschreiben. Kreis oben rechts. Kreis. Unten rechts. Kreis oben rechts, Kreis unten rechts. Ich hab's ja hier aufgeschrieben. Kreis oben rechts, Kreis unten rechts. Ja. Hätte ich mir wahrscheinlich auch merken können, aber ich will mich nicht blamieren. So, Piano, nun zu dir. Eben war Eigenkreation von Cecilia Akia. Jetzt kommt das gute Stück. Hä? Ach so.
schreiben, mach ich das. Steht ein Piano. Spielen? Ich will das immer richtig spielen, das war ja grausam. Jetzt haben wir die Melodie erkannt. Boah, bin ich schlecht. Wir haben einen der 7 Dragon Balls gefunden. Siegesgeheul. Er ist ein legendäres Artefakt. Mitnehmen? Na, lass sie einfach hier. Tschüss. Mitnehmen, ja. Du trägst so viele Hunde. Bitte was? Nerviger Hund. Nerviger Hund. Hund, ein kleiner weißer Hund. Er schläft tief und fest. Hallo? Benutzen. Du platzierst den Hund. Oh. Nein! Nein! Der Hund absorbiert das Artefakt. Das Artefakt ist verschwunden. Und ich wollte es für 1 Million Euro bei eBay reinsetzen, wo ich Cent sagen würde 50.000 Gold. Mann, das ist so random, Leute. Es bringt nichts, das Artefakt. Man kann es nicht bekommen, man kann nur versagen. Es ist einfach nur ein kleiner Joke. Regenschirm, ja. Nehmen wir mit. Es regnet, die Erde wird nass. Der ist in Sicherheit. Boah, voll krass, ihr Regenschirm. Ich war leider zu blöd, um mir einen zu holen. Boah, wunderbar, ey. Boah, lass uns weitergehen, K.A. Ja, dann geh auch unter meinen Schirm, du Feuerung. Guck, der wird jetzt so einfach weiter nass. Ah! Ich hab meinen Spaß. Boah, Mann, ey, Andrein ist so krass, ey. Boah, kämpft so gegen böse Typen, verliert nie, ey. Boah, wenn ich so ein Mensch wäre, dann würde ich jeden Tag so ins Bett machen, ey. Boah, wenn ich wüsste, dann, dass sie mich bekämpfen. Ich weiß, das ist ein Kind und der hat eine viel zu tiefe Stimme, aber die Stimme ist ikonisch. Iconic. Die verwende ich öfter in Let's Plays. Boah, so vor einiger Zeit, ne, hatten wir so ein Schulprojekt, ne, sollte man so auf Blumen so aufpassen, der König, so, diese Dreamura, der hat die Blumen so selbst gespendet, voll reich, ey, voll krass, ey. Ja, kam so zur Schule und hat für so Verantwortung und so beigebracht, so ist überhaupt so nachgedacht, ich und denken, wie cool es wäre so, wenn an deinen so zur Schule kommen würde. Boah, voll krass, ey. Könntest du so alle Lehrer so fertig mal verprügeln, so richtig Chuck Norris-Style. Boah, pff. K.A. Wahrscheinlich würde sie nicht die Lehrer fertig machen. Das ist einfach zu cool, so um Unschuldige so zu verletzen. Eher so die bösen Schüler, so K.A. Das ist mein Background. Mein Background. Erkennt ihr wahrscheinlich. Das ist mein Background. Ja. Back in town, back in business. Warum sag ich back? Wir waren hier noch nie, aber es sieht so schön aus. Sternenhimmel, Schloss. Wunderschön. Nur mich nervt es, dass wir einen kleinen Stalker haben. Das nervt mich. Das ist ein verdammter Stalker. Regenschirm wieder weglegen. Okay. Du legst den Schirm zurück. Oh, jetzt muss ich dich mal missbrauchen, mein Freund. Boah, viel zu steil, ey. Dieser Vorsprung müsste so 2 Meter sein, K.A. Boah, willst du so an deinen sehen, ne? Boah, kletter mal so, K.A., so auf meine Schulter. Voll krass, ey. Boah, pff. Geh einfach so weiter. Boah, kümmere dich nicht so um mich, ey. Ich bin immer so im Weg. Bin voll der Krasse, ey. Boah. Ey, das ist so ein Trottel, echt. Die Menschen erklären uns den Krieg aus Furcht vor unserer Macht. Sie haben plötzlich und gnadenlos zugeschlagen. Letzten Endes konnte man es kaum einen Krieg nennen. Gemeinsam waren die Menschen zu stark und wir Monster zu schwach. Nicht eine Seele wurde absorbiert und zahlreiche Monster wurden zu Staub. Der ruhige Klang eines Spielrohrs in der Ferne erfüllt dich mit Entschlossenheit.
Na 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 na. Die Melodie, man kennt sie noch. Das ist wieder diese böse, schattierte, coole Effekt. Perspektive. Wir wissen, was das zu bedeuten hat. Anton! Ja, Anton. Diesmal finde ich den Angriff aber leichter auszuweichen. Da muss man einfach nur geduldig sein und nicht einfach in die blöden Spiele laufen. Finde ich nicht so schwer. Bin ich ganz ehrlich, Ellen. Ich finde das nicht schwer. Scheiße, ich werde nicht einmal in die Speere laufen. Jetzt habe ich groß reden, ne? Jetzt bin ich wieder so cocky. Ich glaube, ich werde... Ja, ich werde nicht einmal in die Speere laufen. Richtig, Girl. Girl, du bist die Beste. Echt. Leere Versprechung. Echt, manchmal bin ich so dämlich. Es tut mir leid. Boah, wo geht das hier weiter? Eine Million Wege. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Geh mal zurück, I guess. Ich weiß es halt nicht. Wo jetzt lang? Ich hab die Wegweise abgebaut. Fand ich ein bisschen unnötig. Haben die Atmosphäre gestört. Das könnte ich mir richtig vorstellen, weil Sans das was jetzt sagen will. Mann, wo geht's lang? Hier ist auch kein Weg. Oh, ist das kacke. Hier geht's lang. Ja, wir haben's. Das ist die riesige Fläche. Kommst du jetzt einfach zum Kampf mit Undyne? Ich hoffe es nicht. Scheint sehr mächtig zu sein. Das wird immer schneller. Je länger man braucht, desto schneller wird's. Glaube ich zumindest. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ah, drei hintereinander. Okay. Sack. Ja. So. Sack. Ja. So. Sack, ja, so. Hi. Oh nee. Hurra, wir leben noch. Oder? Es hört sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist heruntergefallen. Nicht wahr? Geht es dir gut? Hier, nimm meine Hand. Tara, hm? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist... Erfahren wir ja später. Wer zum Geier war das? War es Erinnerung von damals? Und hier sind wieder die gelben Blumen. Ach, nö. Haben wir aber Glück, dass wir genau dahin gefallen sind, nicht aufs harte Holz. Tja, was ist das? Freunde, sind NES-Controller, kennt ihr die? Hier. NES-Controller. Und der hier sieht aus wie ein Grone. Irgendwie. Müllhaufen. Hier sind einige Marken, die du wiedererkennst. Ja, Nintendo. Zum Beispiel. Nur Müll. Ach so. Hier der Markenmüll und hier der Müll. Man kennt's. Es wird hier auch schon unter Marken und Nichtmarken unterschieden. Selbst beim Müll. Creepy. Wirklich creepy. Der Wasserfall scheint von der Höhendecke herabzufließen. Manchmal fliegen die Müllteile herunter. Direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosem Müll. Erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja. Okay. Yeah. Nur Müll. Nur Müll, ihr Lieben. Nur Müll. Ja, wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wie sieht's da aus? Perfekt. Cool, wie viele Items wir haben. Was zum? Hundereste. Hund-Item. Dreckiges Geschirr. Zurückgelassen vor einen Hund. Sag mal. Muss ich das haben? Heilt das? Macht das irgendwas? Ich weiß nicht. Wir finden es vielleicht beim nächsten Mal raus. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könntest du hier gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome und bleibt entschlossen. Eure Sissi. Ciao.
Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!